Fortuna ist 13, wo sie ohne ihre Familie von Eritrea in die Schweiz flüchtet. In der Wohngemeinschaft Fischerhaus wird sie gut aufgenommen und begleitet. Trotzdem fühlt sie sich am Anfang einsam und allein. Ich bin halt von zu Hause mit 13 abgehauen und bin dann durch Äthiopien, dann nach Sudan, Libyen, dann durch die Italien und in die Schweiz angekommen. Ein ganzes Jahr ist Fortuna unterwegs, bis sie in der Schweiz ankommt. Sie redet nicht viel über die einjährige Reise. Wir hatten die Idee, von Flüchtlingen aufzunehmen, weil wir gemerkt haben, wenn sie von so weit weg kommen, ganz allein, dass sie in erster Linie ein Zuhause brauchen. Joelle und ihr Mann Andreas Leutzinger wohnen seit 10 Jahren in der Wohngemeinschaft Fischerhaus in Riehen. Vor 6 Jahren haben sie ihr Haus für minderjährige Flüchtlinge geöffnet. Fortuna war eine der ersten, die aufgenommen wurde. Hey Joelle, hast du einen guten Tag? Ja, ich bin ein bisschen. Ich hatte wirklich so wie Angst, aber auch ich hatte wie Kulturschock. Also für mich war das alles neu und ich wusste es halt auch nicht so, was passiert jetzt gerade, was passiert so mit mir? Und ich kannte halt auch so wie keinen von hier. Ich habe gedacht so am Anfang so, sie reden alle über mich, weil ich wusste ja nicht, was sie reden. Als Fortuna kam, sie hat wirklich 2 Wörter Deutsch können und sonst wirklich gar nichts. Und was wir ganz am Anfang einfach schon gemacht haben, dass wir auf alles gezeigt haben und einfach den Namen gesagt. Ja, ich war in der Stadt und ich habe ja. Joelle ist Mutter von 3 Kindern und betreut die jugendlichen Flüchtlinge. Die Schule war für mich so nicht nur wie eine Betreuerin da. Sie hat sich auch nicht so wie eine Betreuerin verhalten, sondern wie eher so wie eine Mama. Sie hat mich einfach dort unterstützt, wo ich Unterstützung gebraucht habe. So, was hast du jetzt? Ich habe sie schon vertraut am Anfang, aber nicht richtig. Und ich bin auch so aufgewachsen, dass man es auch nicht so richtig so offen über alles redet. Und es ist zum Beispiel respektlos, wenn ich jetzt mit ihnen so offen über alles rede bei uns. Und deswegen, ich war nicht so offen und ich habe halt einfach meine Probleme versucht selber zu lösen. Verursachen dort einen chronischen Entzündungsprozess. Jetzt ist es eigentlich ganz anders. Jetzt kann ich auch so mit Joelle so über alles reden. Erstens, ich kann sie vertrauen und ich weiß auch, dass sie das, was sie mit mir spricht, auch nicht weiter erzählt. Und die Wörter verstehst du schon? Ich bin in einer ganz großen Familie aufgewachsen, mit 7 Geschwistern. Und wir haben das eigentlich als große Zimmer geteilt. Und ich bin halt noch nie, also ich bin halt nicht gewohnt, einfach allein in ein Zimmer zu schlafen. Und dann kam ich im Fisch raus und habe ich ein ganz großes Zimmer. Das hat mir eigentlich mega viel Angst gemacht. Also eigentlich bin ich so bis um 1 wach geblieben. Ich hatte wirklich auch von Dunkelheit Angst. Und Joelle oder auch andere Betreuer. Sie sind einfach so lange geblieben, bis ich eingeschlafen bin. Was für mich ganz anders oder auch neu war, ist das Essen. Ich bin ja so aufgewachsen, dass man so mehr scharf isst. Und hier war es nicht so richtig auch salzig. Und für mich war es so, okay, was ist das für ein Essen? Ich habe vergessen, die Pulle nicht reinzumachen. Jetzt habe ich einfach nochmal. Also das Gemeinschaft ist zum Beispiel das Zusammenkochen oder auch das Zusammenessen oder auch das Zusammenabwaschen. Man wascht ja nicht nur Geschirr ab, sondern man diskutiert oder auch man macht Witze und so weiter. Und das macht ja irgendwie schon das Gemeinschaft so mehr, dass man auch sich gegenseitig so vertraut und auch den anderen Person kennenlernt. Das war wirklich auch gut für mich. Dadurch konnte ich mich auch so, also mich öffnen und auch mit ihnen ich sein. Aber das meiste, was mir geholfen hat, dass die im Fischerhaus gewohnt haben, waren es sehr offen und mich auch einfach so aufgenommen haben, mich so wie ich bin. Sie haben mich nicht wie bemitleidet oder auch so wie eine Flüchtlinge behandelt, sondern wie ein Mensch, also wie eine Fortuna. Sie haben mich einfach so aufgenommen. Einige sind für mich wie meine große Geschwister. Immer wieder gab es auch Momente, wo die verschiedenen Kulturen aneinander geraten sind. Zum Beispiel auch die Männer von diesen Ländern, die waschen nie ab, zum Beispiel. Das ist für die völlig schräg, oder? Und dann die Frauen, die kichern hinten dran, jetzt müssen sie abwaschen. Und so Sachen, die wir hier erlebt haben mit diesen Kulturen,
und wie sie sich dann entwickelt haben, wie sie sich dort hineingegeben haben. Das ist wunderschön gewesen. Und wir haben einfach ihnen den Ort gegeben, wo sie sein können. Und da haben sie ihren Platz gehabt und können ihren Weg gehen. So. Und der war immer ganz unterschiedlich gewesen. Das Fischerhaus gehört zusammen mit anderen Wohngemeinschaften zum Verein Offene Tür. Regelmäßig werden sie von der Schweizer Tafel mit Restprodukten von großen Filialen beliefert. Auch nach Jahren ist Familie Leutzinger von der gemeinschaftlichen Lebensform überzeugt. Der Grund, warum wir auch so gemeinschaftlich leben, ist auch, weil wir auch vom Glauben inspiriert sind, von Jesus, so das Christsein im Alltag. Und das ist auch etwas, was uns immer sehr wichtig war, dass wir nicht einfach am Sonntagmorgen wie zusammenkommen und dann kann jeder so eine Maske anlegen und sagen, mir geht's gut, ist alles in Ordnung. Was jetzt? Jetzt kannst du noch... Dass wir einfach als Ehepaar auch sagen können, dass wir wirklich sind verändert worden. Dass wir bei Konflikten, wo es viel gibt mit 17 Leuten, wenn wir so eng zusammen wohnen, dass wir immer wieder auch auf uns zurückschauen und sagen, hey, was habe ich nicht gut gemacht? Was ist das, was ich das nächste Mal anders machen könnte? Und so glaube ich, dass man auch verändert wird. Auch so eine Charakterschule. Ich glaube es einfach, dass sie wirklich an Gott glauben, wirklich so, dass sie wirklich eine ganz gute Beziehung haben und dass sie es auch wie auch anderen unterstützen, zum Beispiel indem sie jetzt zum Beispiel Liebe zeigen, indem sie es nicht es einem predigen, damit der Mensch auch daran glaubt, sondern sie zeigen es, indem sie es auch leben. Zum Beispiel im Fischerhaus ist es so. Dadurch lernt man es auch einfach ihre Glauben kennen. Zum Beispiel habe ich so wie gelernt, Beziehung zu Gott aufzubauen. Also Gott ist so meine Hoffnung, also irgendwie alles, was ich eigentlich habe. Zum Beispiel durch meine Flucht oder auch hier, wenn ich so Probleme habe und so weiter. Dann habe ich schon auch schon ein bisschen so gezweifelt und so weiter. Dann hat zum Beispiel Joel oder auch andere Leute vom Fischerhaus, sie haben wie für mich gebetet. Und es hat mir auch so, also ja, es hat mir sehr viel geholfen. Es hat mir so stark gegeben, so innere Stärke. Die Zuversicht und die Hoffnung und all das, was ich hatte, hätte ich niemals aus mir selber herausbröseln. Weil oft war es wirklich anstrengend und oft hat es mich alles gekostet. Wo so viel Schwieriges auch aufgekommen ist von ihrer Vergangenheit oder eben das Miteinander, wie die Konflikte sind gekommen, auch nur kulturell. Aber ich habe wie immer wieder die Kraft bekommen und die Kraft habe ich auch aus dem Glauben genommen. Dass Jesus mir immer wieder den Glauben hat gegeben und die Hoffnung und die Zuversicht, zum Weitermachen und nicht aufzugeben. Das Fischerhaus wird nicht in dieser Form bestehen bleiben. Bald wird es in ein Mehrgenerationenhaus umgebaut. Deshalb wird alles geräumt und vorbereitet. Fortuna kann in der Schweiz bleiben. Sie ist heute 20 und konnte vor 2 Jahren eine Ausbildung als Fachfrau Gesundheit beginnen. Also ich tue sie im Moment ganz viel bei den Hausaufgaben unterstützen. Manchmal vor der Prüfung oder so ist das fast jeden Abend 2 Stunden. Sonst einfach so auch emotional, denke ich, weil die Lehre bringt unglaublich viele Herausforderungen mit sich. Also es ist so, es ist unglaublich. Sie ist als kleines Mädchen, die Angst hatte, die verschupft war. Natürlich, von all dem, was sie erlebt hat, ist sie hierher gekommen. Und jetzt ist sie zu einer reifen Persönlichkeit hergewachsen, zu einer Frau. Es ist ein Riesenschritt, den sie da gemacht hat, der auch viel gekostet hat. Von Anfang an hat sie sehr viel gekostet. Ich darf ja so leben, wie ich es gerne hätte. Ich darf eine Ausbildung machen. Ich darf einfach das werden, was ich es immer werden wollte. Und das bedeutet für mich eigentlich sehr viel. Ja.